Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema, wie hoch ist eigentlich die Vergütung von Windkraftanlagen und wie wir von der Bundesregierung aufs Glatteis geführt werden mit den Daten, was die uns nicht erzählen. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir weiter zu, weil das ist, finde ich, spannend. Und zwar, wie kam ich dahin? Und zwar hat ein Herr Professor Fahrenhold, der immerhin ja Aufsichtsrat oder Vorstand von Ripower war, also ein bisschen kennt er sich aus, ironisch ausgedrückt, gesagt, in Norddeutschland haben wir eine Vergütung von 7,35 Cent pro Kilowattstunde und in Süddeutschland haben wir 11, schieß mich tot. Und das konnte ich nicht nachvollziehen. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie das offensichtlich, sofern ich das richtig verstanden habe, funktioniert. Und ich zeige Ihnen auch, wie wir hier offiziell von der Bundesregierung aufs Glatteis geführt werden, vorsätzlich. Ja, und zwar gibt es hier so ein paar Berichte. Da steht das EEG, Förderung und Fördersätze. Ganz offiziell www.bundesnetzagentur.de. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier die gesamte Geschichte. Und zwar haben wir hier, das ist ja auszulegende Werte für Windenergie an Land. Und dann haben wir hier für das Jahr 2024 wegen die 5,88 Cent pro Kilowattstunde und da 7,35 Kilowattstunde. Und zwar basieren die auf, das steht das, für das Jahr 2024 werden die Ausschreibungsergebnisse von 22 verwendet und 23 werden 25 verwendet. So, und das suggeriert ja erstmal 6 Cent, geht ja eigentlich noch. So, jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie wir hier aufs Glatteis geführt werden und zwar. Ich sage nicht, dass die Bundesnetzagentur, dass die Leute das vorsätzlich machen, sondern die sind auch nur Weisungs. Ja, und zwar. Und da sehen wir so einen komischen Satz. Damit liegt der nach dieser Sonderregelung der berechneten Werte Anlage, die 24 Betrieb gehen, pro Kilowattstunde ja, 5,88. Er ist mit dem korrekten Faktor des Gütefaktors zu multiplizieren. Das ist so ein kleiner Satz. Er ist immer weiter. Und diesen Korrekturfaktor, den suchen Sie hier und finden ihn nicht. Das Problem bei der ganzen Geschichte. Da werden wir mit der Bürger. Ja, egal. Gut, so. Also hier ist das gut. Förderung von. Okay, so. Und erstmal, was fällt auf? 5,88 zu 7,35. Die Förderungen können um 25% schwanken. Vor allem ungefähr 5,88 plus 7,35 plus 25%. Mal so nebenbei, einmal so, einmal so, einmal hü, einmal lott. Das ist irgendwie so, naja, Roulette, sagen wir mal so. Aber das ist, soweit ich das nachvollzogen habe, nicht mal das echte Problem. Warum? Da gibt es ein paar Berichte, die man dann da weiter sucht. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal dahin. Und zwar ist dieser lustige Korrekturfaktor, da ist offensichtlich dieser Korrekturfaktor, das ist hier das Lexikon zur Windtechnologie. Das ist die Grafik. Gehen wir mal rein. Ein bisschen vergrößern. So. Und das scheint dieser Korrekturfaktor zu sein. Und hier haben wir da in der Mitte, haben wir 100%, das ist schick. 100% ist der Korrekturfaktor 1,0, das ist zumindest das ist sinnvoll. Jetzt sehen wir aber hier haben wir Korrekturfaktor, mit dem multipliziert werden muss, 0,79, 150%. Und hier geht es runter bis 70%. Da muss man mit dem Faktor rund 1,3 multiplizieren. Also, was fällt erstmal auf? Da ist die Mitte und da kann man mit 0,8, das ist viel günstiger. Und da innen drin bis abgeschnitten das Diagramm. Und da fängt es an. Weil das stimmt nämlich gar nicht. Hier werden wir mit der Bürger, das kann man also. Und okay,
Hier wird der Bürger aufs Glatteis geführt. Worum geht's? Und zwar gibt es andere Berichte, der ist ein bisschen älter. Habe ich festgestellt, Moment, das ist der nicht. Das ist der auch nicht, aber der dürfte es sein. Und zwar haben wir hier so einen anderen Bericht von 2015-16. Viel ändern tut sich da nichts. Standortqualitäten von Windenergieanlagen. Und da wird es spannend. Gucken wir mal rein. Also 15-16, aber viel tut sich die Qualität. Die tut sie ja nicht, weil ja, man muss auch dazu sagen, die Anlagen sind besser geworden, aber die guten Plätze sind verbraucht. Die Anlagen werden auf schlechtere Plätze gestellt, anders geht es nicht. Von dieser Seite dürfte sich das... So, und jetzt haben wir hier so ein blödes Diagramm. Und das ist die Standortqualität, genau, mit das ist das, diese Bins, wie man sagt, mit denen das multipliziert wird. Da gucken wir mal. Wir hatten ja vorhin gesehen, wir haben hier von 70 bis 150%. Und jetzt gehen wir in diesen eigenartigen Bericht rein. Und was zeigt er uns? Na, wir haben hier unten 70%, also kleiner 70% und größer gleich 90%. Da ist nicht mal 100% erwähnt. Das bedeutet, zumindest aus diesem ersten Diagramm, wo diese Dinger in Bins eingeteilt sind, also in Windbins gibt es da auch, ein Windbin ist eine Windgeschwindigkeit zwischen 4,5 und 5,5 Meter pro Sekunde beispielsweise, also in Kategorien, sagen wir mal so, da tauchen nicht mal differenziert Werte über 100% auf. Das ist schon mal komisch. Was erkennen wir hier in der Grafik von 2015, 2016? Dass wir hier in SH, Schleswig-Holstein natürlich, nicht Hedwig-Holstein, da haben wir natürlich, Nordsee, nicht Ostsee, haben wir hier größer 90%, 56%, aber selbst hier haben wir 70 bis kleiner 80%, haben wir Anlagen, Entschuldigung, es juckt ein bisschen, von rund 10%. Diese 10% der Anlagen in Schleswig-Holstein bekommen eben, was war das? Moment, da muss ich gucken hier, die bekommen rund 15% mehr Vergütung, also nicht 7,35 Euro, sondern 8 Euro, weil ja die Anlagen so schlecht stehen. Das ist selbst in Schleswig-Holstein, aber das ist ja nicht das Problem, weil wenn wir hier reingehen von Schleswig-Holstein, hier hat man Mittelwert gemacht, das ist ein bisschen schwierig. Was heißt Gesamt? Ich kann zwar die Prozentzahl mitteln, aber die Anzahl der Anlagen zu mitteln, das ist ja, was hier der Mittelwert ist, ist hier nicht klar dargestellt. Das ist spannend, weil ich, egal, das führt zu weit. Mittelwert ist immer gefährlich, aber wenn wir hier nach Baden-Württemberg gehen, in das Land von Kretschmann heißt er, glaube ich, nicht Kretschmer, da haben wir kleine 70%, sind mal schlappe 72% der Anlagen. Aber hier haben wir auch 3%, die scheinen im Schwarzwald zu stehen, die tatsächlich über 90% liefern. Bayern, neben das ältere Bericht, da gibt es ja gar keine Anlagen, die dann das, aber hier haben wir 8% und 51% und so weiter. Und rund 40% liegen unter 70%. Und unter 70% gucken wir uns das jetzt mal an. So, also immer diese gesamten Sachen. Also die Leistung, nicht die Energie des Windes, geht mit V hoch 3. Geschwindigkeit zum Kubik hoch 3. Und da unten ist eben nichts. Deswegen brauchen wir längere Rotorblätter, höhere Türme und ein teures Getriebe. Katze macht irgendwie Terror. Und die sehen Sie dann immer, wenn ich abschalte, dann wird die Katze angeblendet. Und auf jeden Fall... Und da hat man dann eben, da ist da nichts, wenn man hier diese Sachen da links sieht. Und jetzt gucken wir uns das mal genau an. Also Sie erinnern sich an dieses spaßige Diagramm, das wir hier haben, das uns hier offiziell von diesem Lexikon der Windenergie dargestellt wird. Ja, wir haben von 70% bis 150%. Also ganz, ganz manipuliert. Ja.
Das ist eben das Problem der Statistik. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Statistik ist was Wichtiges, aber man muss meines Erachtens Statistiken insbesondere heutzutage versuchen, lesen zu lernen. Ich glaube, ich kann es mittlerweile gut. Ich bin da ein bisschen getriggert, weil ich weiß beispielsweise, wenn der Spiegel was berichtet, dann weiß ich, dass da mindestens im Allgemeinen zu 99% eine Lüge drin ist. Und wenn ich über erneuerbare Energien was lese, dann weiß ich, dass das auch irgendwo manipuliert ist. Da bin ich mittlerweile getriggert. Das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte. Und da brauche ich nur nachzugucken und kann Ihnen das berichten, wo dieser Unsinn da stimmt. Eben falsch ist und manipuliert ist. So, und jetzt haben wir hier diesen Bericht und jetzt gucken wir erstmal rein. Dann gehen wir hier weiter. Und dann haben wir hier Standardqualität und Flächenleistung für Windenergie. So, und jetzt kann ich Ihnen sagen, dass die ganzen Windenergie- oder Windkraftanlagen, wie auch immer, eigentlich falsch ausgelegt sind. Die Spezifikationen sind falsch. Warum? Habe ich im anderen Video auch schon gesagt. So eine Kraftanlage ist dafür da, den Betreiber zu befriedigen. Der muss halt das Geld rausbekommen, was er da reingesteckt hat, an dieses mechanische Riesendrum da. Das ist ja okay. Aber wir machen mittlerweile was anderes. Wir wollen eine Grundlastdeckung dafür haben. Das ist eigentlich eine komplett andere Spezifikation. Grundlastdeckung oder Befriedigung des Betreibers. Das ist so, wie wenn Sie einen Ferrari mit 10 cm Bodenfreiheit auf einem Feldweg fahren lassen. Das können Sie vergessen. Und eben da fängt es dann an. Und deswegen braucht man eigentlich, um eine Grundlastdeckung zu fahren, Maschinen, riesige Maschinen, aber mit geringeren Leistungen. Also die dann weit unter 200 Watt pro Quadratmeter haben, damit die Maschinen ganz früh eine Leistung erreichen und dann ihre Leistung erreichen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist die N117 2,4. Kann ich Ihnen gesichert sagen. Ja, und das ist die Maschine, die dafür, ja, gut. Und das ist, glaube ich, eine GE da vorne, 251, das ist die GE 200, irgendwie 120 und so weiter, das steht da unten. 25, 120, das kann man einfach ausrechnen. Sie rechnen einfach R² Pi, Watt pro Quadratmeter Leistung, Megawatt in Watt, 2500 durch R² Pi. Und dann gucken Sie rein und eigentlich muss diese Zahl, um eine Grundlastdeckung zu erreichen, möglichst niedrig sein. Aber naja, gut, wie gesagt. Unsere Bundesregierung setzt eben einen Geländewagen, einen Land Rover auf dem Nürburgring ein oder ein Ferrari auf dem Gelände. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Das ist einfach Blödsinn. So, und jetzt gehen wir da weiter. Wie wir hier aber weiter, das habe ich hier noch weiter gesehen. Und hier haben wir ja diese Bins, wo ich vorhin gesagt habe. Das ist derselbe Bericht, ist zwar ein bisschen älter. Und hier sehen wir, hier gibt es sogar Werte von kleiner 60% Standardqualität und das aufgeteilt auf die Bundesländer. Weniger 60, sagen wir 60%. Und da sind in Brandenburg, in Bayern 6%, da gab es wenig Maschinen und so weiter. Also in Bayern gibt es da wenig und das ist die Standardqualität. Und wenn Sie da die 60%, sagen wir 60% reingehen, dann gehen Sie in diese Grafik rein und bei 60% gibt es hier gar nicht mehr was uns hier vorgegaukelt wird, dass es diesem komischen Windseite, dass die nicht gibt. Dann multiplizieren Sie rund mit dem Faktor 1,5. Und das hat der Herr Fahrenholt dann uns erklärt, dass bei 60% eben wir rund mit 1,5 multiplizieren müssen. Aber im Allgemeinen liegen wir hier bei diesen, eben in diesem Bereich. Gehen wir wieder mal zurück. Moment, das war doch falsch. Der da doch, Entschuldigung. Und jetzt haben wir hier eben Werte von kleiner 60% und immer 5% Dings. Und dann sehen wir, dass eben das Maximum hier 110 bis 115% ist. Und das tritt genau nur in Schleswig-Holstein auf. Also bedeutet, hier an diesem Diagramm sind wir hier bei 100. Das Diagramm müsste hier eigentlich enden. Der Rest hier außenrum,
interessiert für Deutschland gar nicht. Da ist die Sache. Aber das Diagramm müsste man links hier fortsetzen. Und jetzt haben wir da ganz unten an Chiemsee auch noch Anlagen gestellt. Da ist die Standardqualität geschätzt, naja, so 50% oder sowas. Da müssen Sie dann eben mit einem Faktor 1,7 die Kilowattstunde vergüten. Und diese Seite wird es noch teurer, weil ja die guten Standorte belegt sind. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe hier zwar eine relativ alte Statistik, das kann man mir vorwerfen, aber die guten Standorte sind ja belegt. Ich kann ja einfach eine große Anlage aufstellen, da habe ich auch schon ein Video gemacht, weil dann die Abstände und so weiter und so fort, das können Sie alles knicken. Und von dieser Seite werden wir hier einfach bei diesen Sachen ziemlich verdingst, weil eben diese Zahlen, dass da so ein kleiner, niedlicher Passus dasteht, er ist mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors zu multiplizieren und der steht eben nicht in diesem Diagramm drin. Da können Sie suchen, also ich finde ihn nicht, was das überhaupt ist. Das hat man vorsätzlich weggelassen, um den Bundesbürger ruhig zu stellen und sagen, oh, bekommen wir 10% oder was war das? Nee, das ist ein Solarelement des zweiten Segments auf Dachanlagen, keine Ahnung. Die Brumme ist ja egal. Jedenfalls hat man hier die Zahlen eben 5,88 Cent pro Kilowattstunde oder 7,35, je nachdem. Aber uns wurde nicht gesagt, dass in Bayern eben wir tatsächlich mittlerweile jetzt ganz neu da unten im Chiemsee die kriegen dann sogar mehr als 11,5 Cent und deswegen 11,5 Cent, die kriegen dann ungefähr 13, 14 Cent pro Kilowattstunde allein an Entstehungskosten, weil eben da unten schlichtweg V hoch 3, Windgeschwindigkeit V hoch 3 mal Rho, das geht nur mit hoch 1, Luftdichte, da oben ist nochmal, am Chiemsee ist 400, 500 Meter Höhe, dann nimmt die Luftdichte nochmal ab, von dieser Seite werden wir hier von unseren Ämtern auch manipuliert, indem die gewisse Diagramme einfach so nebenbei falsch darstellen und so in der einen Richtung erweitert, dass hier für Deutschland überhaupt nicht von Relevanz ist. Das ist reine Verdingse der Bürger, weil die natürlich sich da nicht reingraben können, das kann keiner. Also keiner, der das nicht versteht, worum es geht und der nicht ein bisschen Gehirn in Mathematik hat. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal, danke fürs Zuhören. Wie hoch? Ja, danke. Tschüss.